Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 meiner neuen Videoreihe. Profi-Make-up-Artists verraten ihre Drogeriefavoriten. Vor einer Weile gab es bereits ein Video mit Letizia Lehmark. Ich verlinke euch das Video einmal hier oben in der Ecke. Das kam super, super gut bei euch an. Und ich dachte mir, weil euch das so gefallen hat, machen wir das Ganze weiter mit weiteren Artists, mit Personen des öffentlichen Lebens und vielen, vielen besonderen Leuten. Ich habe super viele Videos schon in Planung, also falls ihr die nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und ihr unterstützt mich damit sehr. Heute, Freunde, ihr seid nicht bereit, ist unsere Profi-Make-up-Artistin, die uns exklusiv ihre Drogeriefavoriten verraten hat, Shari Kramer. Falls ihr Shari Kramer nicht kennt, ihr müsst sie kennen, sie ist einfach ultra talentiert, eine ganz, ganz süße Maus. Ich durfte auch schon mit ihr zusammenarbeiten für BH Cosmetics, als wir die Kampagne für die Theke geshootet haben, die ihr im DM seht. Ich glaube jetzt nicht mehr, aber die ihr gesehen habt in den letzten Jahren. Und es ist eine ganz, ganz süße Maus, ultra talentiert und ultra gefragt. Sie hat nämlich sogar schon für Kylie Cosmetics gearbeitet. Und wer mit Kylie Jenner, egal wie, zusammenarbeitet, der hat es drauf. Und das Spannende ist, wenn Profi-Make-up-Artists, die eher im High-End-Bereich arbeiten, mir dann aber Drogeriefavoriten verraten, dann können wir davon ausgehen, dass diese Produkte wirklich gut sind. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe alle Produkte, die sie mir empfohlen hat und uns mitteilen möchte, besorgt. Und wir werden damit einen Look schminken, so ein bisschen inspiriert an Sharis Looks. Ich blende euch hier einmal ihren Feed ein. Wunder, wunderschöne Bilder, super ästhetisch. Perfektion im Arbeiten, auch als ich mit ihr gearbeitet habe. Das ist was ganz Besonderes, wie sie arbeitet und wie fein sie Linien malt. Ihre Looks sind sehr weich, sehr bold. Sie arbeitet viel mit Grafiken, also Linern und Lashes und super, super inspirierend. Und folgt ihr unbedingt auf Instagram. Ich setze euch alle Informationen unten in die Infobox. Ihr werdet es nicht bereuen. Auch allein dieser Ästhetik willen, super schön. Shari war so lieb und hat wirklich sich ganz viel Mühe gegeben, um uns die besten Produkte zu geben, die sie gerne benutzt. Und ich habe alle hier und ich würde vorschlagen, wir fangen auch an. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, das würde mich natürlich freuen. Und schaut unbedingt bei Shari vorbei. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht und wir beginnen auch gleich mit Pflege. Und da hat auch Shari mir die Balearmed Ultra Sensitive Creme empfohlen. Die ist ohne Parfüm und ohne Farbstoffe, mit Urea. Und ich habe sie euch schon gezeigt, auch in dem Video mit Letizia. Sie hat mir die auch empfohlen. Das ist was ganz Krasses. Also, das ist schon fast zu viel fürs Gesicht. Sie hat mir auch geschrieben, wenn Skincare aus der Drogerie, dann diese und lange einziehen lassen. Weil das Krasse bei dieser Pflege ist, die erzeugt so einen Film, der ultra glowy ist. Also ihr seht es, glaube ich, hier schon so ein bisschen. Je länger ihr sie drauf lasst, desto glowiger wird die Base. Und die oberste Hautschicht, die wird richtig prall. Falls ihr ölige Haut habt, glaube ich nicht unbedingt was. Aber wenn ihr normale oder sehr trockene Haut habt, Freunde, diese Creme, sie riecht ein bisschen unangenehm. Sie riecht halt nach Urea. Mich stört es nicht. Ich packe mir eh gleich so viele Duftstoffe ins Gesicht. Da ist mir das egal. Super günstig. Sehr, sehr gut und sehr ergiebig, weil ihr wirklich immer nur ein ganz, ganz kleines bisschen braucht. Ich habe ja schon mit Shari zusammengearbeitet und immer wenn ich mit Profi-Make-up-Artists zusammenarbeite, die nicht exklusiv YouTube-Videos machen, so wie ich beispielsweise, dann kommt immer wieder durch, Puder ist das Schrecklichste für Make-up-Artists und für Fotografen. Denn ihr müsst wissen, ihr habt es in den Bildern gesehen, bei Profi-Make-up-Fotografie geht es um Hauttextur. Und ich schaue mal, dass ich euch die Kamera so einstellen kann, dass ihr die Hauttextur seht. Natürlich kann viel mit Photoshop nachkorrigiert werden. Es geht aber darum, dass die Produkte auf der Haut die natürliche Hautstruktur nicht behindern. Und deswegen wird eher mit flüssigen Produkten gearbeitet und weniger Puder, weil sich das dann anders auf der Haut verhält. Und sie hat mir für die Base drei Produkte empfohlen. Einmal von L'Oréal Age Perfect, die Luminous BB Cream. Auch die mag ich gerne. Auch die hatte ich schon aus dem Letizia-Video benutzt. Also ihr merkt schon, manche Produkte wiederholen sich, weil sie dann einfach wirklich gut sind für Make-up-Artists und für Profi-Make-up-Fotografie. Wir haben diese hier einmal. Dann haben wir als wirkliche Foundation die Perfect Match Foundation und die BB C'est Magique BB Cream 5-in-1 Skin Perfector von L'Oréal. Ich glaube, dass das war eher so ein durchsichtiges Schätzelein. Ich fange damit erstmal an. Und ihr werdet sehen, es wird ein langes Video, Freunde, weil ich wirklich auf die Produkte eingehen möchte und so ein bisschen arbeiten möchte wie Shari. Sie lassen sich sehr viel Zeit. Also so ein Profi-Make-up kann auch gerne mal 2 Stunden dauern, damit das Ganze dann so
so schön wie möglich ist. Ich nehme mir jetzt hier einen Pinsel und ihr seht, das ist so eine durchsichtige Flüssigkeit. Und wenn man die so ein bisschen einblendet, dann kommt eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Und ich fange damit erstmal leicht an. Also ihr werdet sehen, das Ziel am Ende ist es, dass man eigentlich nicht sieht, dass man Foundation drauf hat. Und wenn man die so ein bisschen einblendet, dann entsteht so eine ganz, ganz zarte Deckkraft. Ich persönlich mag die jetzt nicht so gerne. Ihr kennt mich. Ich benutze gerne Deckkraft. Deswegen gehe ich hiermit einfach nur so ganz grob rüber und mische mir dann gleich die BB-Creme mit rein. Ich finde nicht, dass das eine BB-Creme ist. Das ist eher so ein gutes Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter-Ding. Also auch das hat irgendwie gar keine Deckkraft. Aber wir arbeiten das einfach schon mal so ein bisschen ein. Und ich glaube, das Schlimmste für mich in diesen Videos ist immer das Fehlen von Puder. Mein Leben besteht aus Puder und mein Leben besteht aus Bacon. Dadurch, dass ich kein Puder habe, das rutscht natürlich alles am Set, wenn man Fotos macht, ist das gar nicht schlimm, denn wenn irgendwas verläuft, ist immer ein Make-up-Artist da beim Shooten und kann dann nochmal so ein bisschen nachkorrigieren. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Also diese Looks sind auch, die ich jetzt mache, natürlich nicht so wirklich alltagstauglich. Darum soll es aber auch nicht gehen. Ich möchte einfach Produkte benutzen, die von Profi-Make-up-Artists empfohlen werden. Ich nehme noch ein bisschen, denn das hat natürlich nicht so viel Deckkraft und ich mische mir jetzt die Perfect Match mit rein. Ein Spritzer mische ich mir das so ein bisschen an und dadurch kriege ich ein bisschen Deckkraft. Und ihr werdet sehen, dass ich in den dünnsten Schichten möglich arbeite. Also so, dass man fast nichts sieht. Nur so einen leichten Touch. Da, wo ich Deckkraft brauche, beispielsweise unter den Augen, kann man ein bisschen arbeiten. Oder hier um die Nase rum, wo meine Haut nicht so ebenmäßig aussieht. An einigen Stellen brauche ich zum Beispiel gar keine Foundation, wie hier an der Schläfe. Je nachdem, wie das Licht fällt, habe ich da genug ebenmäßige Haut. Und ihr seht schon, wenn ich die halbe Seite, ich mache jetzt erstmal die halbe Seite, wie wenig Produkt ich benutze. In dünnen Schichten immer rüber und immer aufbauen. Je weniger, desto besser. Freunde, ihr kennt mich. Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann, mir zu sagen, benutze weniger Produkt. Merkst du selber, ne? Bist bei mir. Ich glaube, ihr könnt sofort einen Unterschied erkennen, ne? Hier seht ihr den Glow. Man sieht so ein bisschen Struktur. Unregelmäßigkeiten können natürlich weggefotoshoppt werden. Hier ist das Ganze aber noch nicht ganz so eben. Super schön, super zart. Und wir gleichen das Ganze jetzt mal an. Durch diese Mischung von dieser BB-Cream mit dem Glow und dieser Foundation, die auch nicht so eine extrem hohe Deckkraft hat, kriegt man ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Ihr seht auch, ich arbeite nur mit dem Pinsel, weil ich damit einfach die meiste Präzision erreichen kann. Ich möchte ja, dass das Ganze so wenig wie möglich ist. Mit einem Schwamm zu arbeiten, kann man dann auch machen, um drüber zu gehen. Wenn man vielleicht zu viel Produkt benutzt hat, wie beispielsweise jetzt hier an der Wange, dann gehe ich einfach mit dem Schwamm rüber und depp das Ganze so ein bisschen ein. Der nimmt natürlich noch ein bisschen Produkt mit auf und sorgt dafür, dass das alles noch zarter ist. Die Base sieht schon richtig, richtig schön aus, ne? Also ihr seht diesen Glow, eine leichte Deckkraft, die Hautfarbe ist einheitlich. Und jetzt kommen wir zum Concealer. Sie hat mir zwei verschiedene empfohlen. Ich habe jetzt nur den einen bekommen. Das ist der Instant Anti-Age-Löscher von Maybelline. Sie hat mir auch den e.l.f. Hydro Camo Concealer empfohlen. Den habe ich jetzt aber nicht gefunden in der Drogerie. Ich glaube, dieses Produkt sollte jeder von euch kennen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, weil mir die Deckkraft für den Alltag nicht reicht. Für dieses artistische und dieses Skin-Foto-Make-up. Und ich bin kein Freund von diesem Schwämmchen. Ich weiß, dass viele Make-up-Artists das Schwämmchen abmachen und das dann einfach rausdrehen, das Produkt. Drehe jetzt einfach ein bisschen und ich gebe mir das auch auf meinen Handrücken, ne? Also ich will, na, das könnte schon genug sein. Ich habe den jetzt in der Farbe 07 Sand und ich fange auch hier mit einem Pinsel an. Das ist jetzt hier einer von Real Techniques und nehme ein bisschen Produkt auf und setze mir das schon mal hier unter die Augen. Und ihr seht, es nimmt sofort die Verfärbung weg, ohne dass es zu viel ist, ne? Also ihr kennt ja meine Technik vorher. Ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen vergleichen, meine Techniken. Ich benutze sehr, sehr viel Produkt und im Alltag sieht das bei mir eigentlich immer ganz vernünftig aus. Mein Alltags-Make-up ist aber auch darauf ausgelegt, einfach viel zu sein. Hier geht es wirklich darum, nur die Stellen abzudecken, die noch so ein bisschen Kaschierung brauchen. Also ihr seht, Augenring, kein Augenring, mit minimalem Produkt. Ich habe auch hier immer noch so ein bisschen. Und ich glaube, wenn man die Zeit hat im Alltag, dann kann man auch mit diesen Techniken, wenn man vielleicht noch ein bisschen Puder anbenutzt, damit sehr gut arbeiten. Ihr müsst so ein bisschen daran denken, dass bei Fotos, da geht es eigentlich nur um Licht und Schatten.
Und ich probiere, oder die Make-up-Artists probieren, mit den Produkten künstliches Licht und künstlichen Schatten zu erzeugen. Ihr seht jetzt, ich habe hier einen hellen Bereich, hier wird es so ein bisschen dunkler und ich gehe einfach immer hier rüber und wenn Produkte lichtreflektierend sind, sieht das Ganze auf Fotos immer schöner aus, als wenn es matt ist. Deswegen wird auch kein Puder benutzt. So, ihr seht, das ist nicht viel Concealer für meine Verhältnisse, hat aber das getan, was es soll. Sie hat mir auch ein Puder empfohlen und das ist das Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Ich nehme jetzt eine hauchdünne Schicht unter meinen Augen mit einem Highlighterpinsel von BH, lade den Pinsel auf, klopfe ab, schaue hoch und dann tupfe ich das hier nur ganz leicht lang. Einfach, dass der Concealer nicht weiter in die Fältchen rutscht, wie er es bei mir sonst tut, wenn ich das nicht baken würde. Und dort, wo es eventuell so ein bisschen unordentlich werden könnte. Also hier in der Lidfalte, ganz dünn und unter den Augen. Eins von Profi-Make-up-Artists favorisierten Produkten ist auch das Charlotte Tilbury Puder. Bei mir geht es jetzt natürlich aber darum, dass wir die günstigsten Produkte haben und ein High-End-Ergebnis haben. Zum Konturieren hat Shari mir die NYX Konturpalette empfohlen. Ich habe die auch schon mal gehabt, habe sie dann irgendwann aussortiert und sie meinte, das ist ein gutes Dupe zu der Anastasia Beverly Hills Contouring Palette. Sie meint aber, sie konturiert eher mit Bronzern oder formt das Gesicht mit Bronzern als mit Konturprodukten. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal mit einem Bronzer. Und das finde ich super spannend. Den persönlich kenne ich noch nicht. Das ist der Catrice Sun Lover Glow Bronzer. Auch hier ist Glow drin. Das ist ein gebackener Bronzer und sie schrieb, ich liebe gebackene Produkte, die lassen sich super schön verblenden und verschmelzen toll mit der Haut. Oder die gebackenen von Kiko. Hätte aber beides einen Glow. So sieht der einmal aus. Das ist ein gebackener Bronzer und ich hole euch jetzt mal ein Stückchen heran. Ihr seht, meine Haut sieht sehr, sehr ebenmäßig aus. Unter den Augen könnte man bei mir, ich bin jetzt aber kein typischer Fall für wenig Concealer, natürlich auch noch so ein bisschen anders arbeiten. Aber die Haut an sich, super wenig Produkt, super natürlich. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Leti und ich swatch den einmal ganz kurz. So sieht der aus. Der ist auch nicht so super warm, ne? Ah ja, doch schon. Geh jetzt hier mit rein, lade den Pinsel einmal auf. Klopf ab und auch hier arbeite ich mir wieder in die Handfläche mit ein und dann setze ich mir das hier hin und okay, ihr seht sofort einen Effekt. Also er gibt direkt Glow, er ist recht warm. Wir können das Ganze aber gleich bestimmt noch so ein bisschen abkühlen mit dem, achso, das ist der Pinsel, der so gut riecht. Ich habe gerade gedacht, den Geruch kennst du, ne? Das ist meine Seife. Wir können das Ganze gleich noch mal so ein bisschen abkühlen mit dem Contouring-Produkt, wenn man es nicht so warm möchte. Ich persönlich mag es ja ganz gerne, wenn es hier wirklich sehr glowy ist und wir diesen schönen Bronzy-Look haben. Ihr seht sofort, ich kann mit einer Pudertextur vorsichtig in stempelnden Bewegungen auf eine ungesettete Base gehen. Das ist verrückt, ne? Man muss dann einfach nur stempeln. Ich persönlich finde, das reicht tatsächlich schon als Bronzer. Auf der Stirn ist er mir persönlich ein bisschen zu warm. Ich kann die Kamera jetzt aber mal ein Stückchen heller stellen, weil ich glaube, so seht ihr dann auch das Ergebnis, wie es auf dem Foto beispielsweise aussehen würde. Ich nehme jetzt nochmal die NYX Contouring Palette. Aus. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber jemand hat sich gerade entschieden, mit einem Laubbläser direkt vor meinem Studio zu stehen. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich glaube, sie sind fertig. Eventuell sägen sie gleich noch. Sie fällen hier gerade einen Baum. Direkt vor der Tür. Okay, so sieht die Base einmal aus. Also jetzt, auch wenn sich das Ganze so ein bisschen mit der Körperwärme verbindet, sieht das super, super eben aus. Wir fangen jetzt an, noch ein bisschen zu konturieren. Wir benutzen dafür die NYX-Palette. Ich hatte die schon mal, die ist auch ganz gut. Ich muss mal wieder anfangen, mit NYX zu arbeiten. Ich hatte ja NYX so ein bisschen von meinem Kanal verbannt, aber wir sind jetzt alle älter geworden. Und so sieht die Palette einmal aus. Ich nehme jetzt wieder denselben Pinsel wie eben. Da ist noch so ein bisschen warmes Produkt dran. Und ich gehe als erstes hier in diese Farbe. Nur ganz leicht. Klopf ab, wieder in meiner Hand, immer hin und her. Und setze mir das hier, nur hier hin, um das hier so ein bisschen abzukühlen. Und ihr seht, ich muss ganz vorsichtig sein, denn die ist super pigmentiert, die Palette. Gibt sofort Farbe ab und ich kann damit alles nochmal so ein bisschen abkühlen und das Gesicht ein bisschen formen. Das sieht richtig, richtig krass aus, oder? Was sagt ihr? Als Blush hat sie mir die Chocolate Paletten von BH empfohlen. Sie meinte, die Vanilla Palette ist sehr gut. Ich habe sie nicht, aber die ist ähnlich. Das sind diese Vierer Paletten. Ich habe sie auch bei DM extra nochmal gesehen. Also sie gibt es noch. Online gibt es sie, glaube ich, noch nicht. Und auch hier nehme ich den Pinsel wie eben und gehe jetzt erstmal hier in so einen Schimmerton rein. In beide schimmernden Töne. Pinsel ist gut voll und das setze ich mir hier einfach hin und gehe so ein bisschen weiter her,
Denn wir wollen das Ganze natürlich auch so artistisch wie möglich haben. Und das sieht super frisch aus. Wenn euch das Ganze ein bisschen zu viel Blush ist, könnt ihr natürlich auch mit dem Puderpinsel von eben, wo ein ganz kleines bisschen noch drin ist, rübergehen. Oder einfach mit dem Schwamm nochmal so ein bisschen Produkt und dann einfach nochmal hier so ein bisschen rüberblenden. Da, wo ihr vielleicht ein bisschen zu viel Produkt benutzt habt. Das ist das Geheimnis von diesen Make-up-Artists. Kein Puder und ihr könnt immer wieder mit Cremeprodukten rübergehen, ohne dass es fleckig wird. Und das sieht super schön und super frisch aus. Als Highlighter hat sie mir den Catrice More Than Glow Highlighter empfohlen. Auch der ist sehr, sehr intensiv. Ganz vorsichtig nehme ich den Puderpinsel von eben, lade den auf, nehme den Pinsel, streiche den so ein bisschen an meiner Hand aus, dass ich das meiste Produkt hier an meiner Hand habe. Und dann setze ich mir das punktuell dahin, wo das Licht einfach nochmal reflektieren soll. Auch da, wo ihr vielleicht so ein bisschen Vertiefungen habt im Gesicht, wie ich zum Beispiel jetzt hier, gehe ich lang unter meiner Braue und hier die Orte, die ihr so ein bisschen highlighten wollt. Dünne Schichten, weniger ist mehr und dann kann man beim Fotos machen immer noch schauen, wo muss noch ein bisschen Highlight hin. Hier zum Beispiel kann jetzt hier noch ein bisschen mehr hin. Und ihr habt sofort diese Wet Skin Base. Was ich persönlich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich Fotos mache, ich sette meine Foundation mit einem Highlighter. Ich persönlich benutze dazu gerne von Essence den The Highlighter. Der ist eher wie ein transparentes Puder mit so einem ganz leichten Glow. Damit kriegt ihr auch einen ähnlichen Effekt, aber gepudert. Und so sieht die Base schon wirklich schön aus. Wir kommen zu den Augenbrauen. Und da hat sie mir von Max Factor den Brow Sharper empfohlen. Sie meinte explizit, eine Nuance heller und dann in aschig gehen. Denn auf Fotos sieht das Ganze immer so ein bisschen wärmer aus. Ich habe mich jetzt hier für die hellste Farbe entschieden. Das ist die Farbe 10 Blond. Die ist ein bisschen kühler, hat eine sehr flache Spitze. Und damit fülle ich einfach nur die Stellen aus, die so ein bisschen dünner sind. Also hier oben beispielsweise bei mir und hier außen. Ganz zarte Bewegungen, immer in Strichen, dass ihr nicht diese Anastasia Brows habt, sondern eure natürliche Braue einfach nochmal so ein bisschen durchkommt. Nur die Stellen, die so licht sind. Der hat jetzt bei mir fast gar keinen Effekt, weil der sehr, sehr hell ist. Aber ihr seht schon, dass ich den damit sehr natürlich auffüllen kann, ohne dass es aussieht, als hätte ich extra Produkt mit drin. Da sehe ich schon aus wie Kylie Jenner Shari. Wow, okay, diese Base ist fantastisch. Kommen wir zu den Augen und da habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut, dass sie gesagt hat, meine Palette ist ihre Drogerie-Lieblingspalette. Sie hat mir auch einen Tipp gegeben, welchen Look ich machen soll und zwar sehr soft und ein Eyeliner. Ah. Eyeliner machen wir hier nicht, aber wir schminken einen sehr, sehr soften Look. Also ich möchte den Fokus wirklich auf der Haut haben und nur so einen ganz leichten Touch an Farbe. Und ihr findet das ja auch immer schön, wenn ich euch so eine kleine Inspiration gebe für Looks. Ich nehme jetzt hier nochmal so ein bisschen diesen überschüssigen Concealer und Foundation, der in der Lidfalte gelandet ist, weg und nehme jetzt auch den Pinsel und gehe als erstes in die Farbe Sunkissed, lade den Pinsel gut auf und presse mir das Pigment einfach hier hin. Und ihr seht schon, dadurch, dass ich ja auch den Blush so ein bisschen benutzt habe, kann ich das Ganze hier sehr, sehr weich ausblenden. Baue mir die Farbe dann auf, aber immer in dünnen, dünnen Schichten. Ihr seht sofort einen Unterschied. Das Ganze ist hier viel, viel wärmer und wir verdunkeln das Ganze gleich noch. Ich benutze sie viel zu selten. Ich müsste eigentlich noch mal ein paar Videos mit der Palette machen, aber ich will euch ja auch immer neue Produkte zeigen. Deswegen freue ich mich natürlich, dass ich dann in solchen Videos auch zu meiner Palette greifen kann, weil ich weiß, eigentlich hat sie jeder von euch. Ich verdunkle das Ganze mit der Farbe Boyfriend auf meinem beweglichen Lid und blende das Ganze dann nach außen so ein bisschen hin. Es soll geliftet sein, es soll zart sein und soft. Ich nehme jetzt noch einen flachen Pinsel, nehme nochmal die Farbe Boyfriend auf und gehe ganz leicht in die Farbe Story Openings und setze mir das hier direkt an den Wimpernkranz, um hier den dunkelsten Punkt zu haben. Und ihr habt ein sehr natürliches Alltags-Make-up direkt. Oben rüber gehe ich mit der Farbe Günstmaus und toppe das einfach nur hier rüber, dass auch hier diese Stelle nicht so matt aussieht. Denn der Look soll wirklich super, super glowy sein und selbst der Lidschatten zart und erwachsen. Wenn ihr mit einem fluffigen Pinsel die Farbe Günstmaus aufnehmt, dann kriegt ihr auch eigentlich nur den gröberen Schein und nicht den extremen, wie wenn ich jetzt beispielsweise den Finger benutze. Ich fange schon mal an mit Mascara und da wurde mir die Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect Mascara empfohlen. Die habe ich schon mal benutzt. Das Bürstchen ist ganz spannend. Das ist ein bisschen dicker und ein bisschen rundlicher. Oh, sie macht aber wirklich schöne Wimpern. Super schön. Super schön.
Ich verzichte heute auch ganz bewusst auf Lidschatten an meinem unteren Wimpernkranz. Ich persönlich mag das ganz gerne. Was ich jetzt aber noch mache, ist ein Inner Corner Highlight zu setzen. Und dafür mische ich mir die Farbe Günstmaus mit High Friends und setze mir das hier vorne hin. Und ziehe das dann so ein bisschen hier unten lang. Und auch das öffnet das Auge nochmal ganz besonders, finde ich. Wir kommen zu den Lippen. Und da hat sie mir WeMakeup empfohlen. Ich habe ja auch schon viel mit WeMakeup zusammengearbeitet. Ich liebe die Produkte. Das ist nicht so wirklich Drogerie, preislich aber schon. Sie meinte, die Lip Liner und die Glosse von denen sind fantastisch. Ich nehme jetzt hier einmal die Farbe 05 Gordon Brownstone. Super pigmentiert. Und dann blende ich das Ganze mit einer helleren Farbe aus, und zwar der 02 Marcelli Nude. Und gebe ein Gloss drüber, selbstverständlich. Und das ist auch die 02 von den So Lip Glossen. Ich liebe die. Füßchen sehr flach. Und eine Sache, den Spruch kennt ihr von mir, ich habe den von Shari, als wir bei BH geshootet haben. Sie meinte, immer darauf achten, dass sich Lipgloss nicht in den Außenwinkeln des Mundes sammelt. Das sieht schnell aus, als hätte man da ein bisschen Sabber. Deswegen. Seitdem ich diesen Spruch von ihr gehört habe an dem Shooting, mache ich immer so bei Lipgloss. Und das, liebe Leute, ist der Look mit den Lieblingsdrogerieprodukten von Shari Kramer. Ultra schön. Ich liebe diese Base, wie sich das alles bewegt. Je nachdem, wie ich mich bewege, scheint das Licht unterschiedlich drauf. Liebe diese Lippenkombi. Wenn ich jetzt könnte, könnte ich mir noch einen Eyeliner ziehen. We don't do that here. Super, super schön. Was sagt ihr zu diesem Look? Ultra natürlich, das ist was ganz anderes als das, was ich immer mache. Dickes, dickes Danke geht an Shari raus. Lasst ihr unbedingt ganz viel Liebe da. Ultra schön und super lieb von ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Sie ist super gefragt und vor allen Dingen. Nochmal, wer mit Kylie Cosmetics zusammenarbeitet, der hat's drauf, sie hat es drauf. Ich habe es vorher schon gewusst. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wiedersehen. Ich habe noch richtig spannende Videos aus derselben Reihe in Planung. Also solltet ihr meinen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.